Guten Tag, mein Name ist Christoph Pfister, stamme aus Bern, bin Historiker und beschäftige mich mit allgemeiner und Schweizer Geschichte sowie mit der Vergangenheit von Bern. Darüber habe ich insgesamt 8 illustrierte Bücher mit zusammen 2040 Seiten geschrieben. Diese sind 2019 neu erschienen. Ich erwähne hier besonders das Buch Die Ursprünge Berns. Auf meiner Webseite finden Sie zudem über 200 illustrierte Artikel zu historischen, philologischen und heimatkundlichen Themen. Ich interessiere mich auch besonders für Burgen und betreibe Burgenkunde im Kanton Bern und in der Westschweiz. Grundlage für meine Anschauungen ist die Geschichts- und Chronologiekritik. Diese erkläre ich in meinen Büchern und in den Artikeln auf meiner Webseite. Ich möchte Ihnen hier in ein paar Worten die wahrscheinlichen und gesicherten Dinge über die Entstehung des alten Berns erklären. Ich bin hier in der Nähe des Denkmals für Herzog Berthold von Zähringen in der Niedeck in Bern. Wie Sie wissen, sollen Bern und andere Städte von den Herzögen von Zähringen gegründet worden sein. Aber ist Bern wirklich eine Zähringer Stadt? Die Geschichtskritik verneint das. Die Zähringer sind ein Phantomgeschlecht. Es hat sie nie gegeben. Also haben solche Herzöge auch keine Städte gegründet. Und für Bern wird ein Gründungsdatum 1191 vorgebracht. Die Chronologiekritik aber hält solche Daten für absurd. Die menschliche Kultur ist erst vor ungefähr 400 Jahren vor heute entstanden. Und die Jahrzählung mit 4 arabischen Ziffern entstand erst etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Vor etwa 1800 haben wir keine wahre Geschichte und keine genauen Daten. Unter diesen geschichts- und chronologiekritischen Gesichtspunkten müssen wir auch die Ursprünge Berns sehen. Diese beginnen nach meiner Ansicht etwa 300 Jahre vor heute. Aber der Platz des nachmaligen Berns ist älter. Die Jahreschlaufe von Bern ist nämlich nicht natürlich entstanden, sondern Ergebnis einer gewaltigen Flussumleitung in vorgeschichtlicher Zeit. Die Jahre floss zuerst mehr oder weniger geradlinig von Süden nach Norden. Die schön geformte Schlaufe der Aare von Bern mit ihrer auffälligen Ost-West-Ausrichtung ist natürlich nicht zu erklären. Raten Sie selbst, welche Figur Sie in der Flussschlaufe von Bern sehen. Das Gleiche ist mit dem System der Flussschlaufen der Enge Halbinsel nördlich von Bern. Auch diese sind künstlich gemacht, sicher zur gleichen Zeit wie bei Bern. Und man beachte die Schwurhand, die in dem Bild der Enge Windungen steckt. Zurück zu Bern. In vorgeschichtlicher Zeit und in der sogenannten Römerzeit muss in der Aare-Schlaufe des nachmaligen Berns schon etwas gestanden haben. Nur wissen wir nicht was. Die nachfolgenden Bebauungen nämlich haben die älteren Spuren verwischt. Ich wiederhole, wir gehen hypothetisch 300 Jahre auf der Zeitschiene zurück an den Ort des späteren Berns. Damals geschah ein Kulturbruch. Die sogenannte Römerzeit hörte auf. Eine neue Zeit, das sogenannte Mittelalter, begann. Wie hat das erste nachrömische Bern ausgesehen?
Zuerst müssen wir wissen, dass am Aare-Übergang in der Niedeck bereits eine vorgeschichtliche Wehranlage bestanden hat. Diese war aus einem Burghügel und einem Graben gegen die Westseite zusammengesetzt. In die Erdburg wurde später die steinerne Niedeckburg hineingebaut. Diese bestand aus einem massiven rechteckigen Turm, einem Donjon mit einer Ringmauer und einem gegen Westen ausgemauerten Graben. Wir kehren zurück zu den Ursprüngen der Stadt Bern. Das älteste Bern ist nach meiner Ansicht in der Gegend des heutigen Zitglockenturms zu suchen. Dies war der Stadteingang und dort wurde gegen Westen eine Ringmauer errichtet. Geschützt war diese Abschnittsbefestigung durch einen Graben gegen Westen. Aber die erste Stadt reichte nicht vom Zitglocken bis zur Niedeck. Sie endete vor dem späteren Münsterplatz. Das mittelalterliche Bern ist also in Etappen entstanden. Gleich erkläre ich weshalb. Das älteste Bern war klein an Fläche, aber diese reichte fürs Erste vollkommen aus. Drei Orte machten das älteste Bern aus: die Stadt am Zitglocken, die Niedeckburg und der Ort des späteren Münsters. Den Platz wenden wir uns jetzt zu. Schon in spätrömischer Zeit bestand an der Stelle des heutigen Münsters eine Kapelle. Diese wurde ständig erweitert und umgebaut. Zuletzt war das Gotteshaus, die sogenannte Leutkirche, eine romanische Hallenkirche mit Glockenturm und Vorhalle. Die Leutkirche besaß auch einen Friedhof. Dieser nahm den heutigen Münsterplatz ein. Kapellen und Kirchen und erst recht Friedhöfe aber lagen anfänglich jedoch immer vor der Stadt. Das war auch in anderen Städten so. Die neue mittelalterliche Kultur und die Bevölkerung aber wuchsen schnell. Vielleicht nach bald 10 Jahren kam es zu einer ersten Stadterweiterung. Die alten Chroniken vermelden, dass man im Westen zwischen Zitglocken und dem späteren Käfigturm die Neuenstadt oder Savoyerstadt angelegt habe. Auch diese Stadt wurde gegen Westen mit einer Ringmauer und einem davor liegenden Graben befestigt. Jetzt bestand die Stadt Bern aus 2 Teilen, die noch nicht zusammengewachsen waren. Vielleicht ebenfalls nach kaum 10 Jahren kam es zu einer zweiten großen Stadterweiterung. Im Westen wurde der Platz zwischen Käfigturm und dem nachmaligen Christoffelturm und Christoffeltor in die Stadt einbezogen. Eine doppelte Ringmauer mit Türmen und Toren und einem Graben schützte Bern gegen Westen. Nun erst wurde auch der Platz zwischen dem späteren Münster und der Niedeck in die Stadt einbezogen. Jetzt erst erhielt Bern seine heutige Struktur mit den charakteristischen Längsgassen. Die letzte mittelalterliche Stadterweiterung fällt in die Kunstepoche der Gotik und ist in die Mitte des 18. Jahrhunderts anzusetzen. Bern wurde nun zu einer Stadt mit gemauerten Häusern. Vorher waren diese meistenteils aus Holz. Und nun wurden Kirchen in gotischem Stil gebaut. Neben dem Christoffelturm entstand die alte Heiliggeistkirche. In der neuen Stadt wurde die Predigerkirche mit dem Kloster gebaut.
Stark verändert besteht die Kirche noch heute. Dann wurde die alte Burg Nideck abgebrochen und darauf die heutige Nideckkirche gebaut. Die ganze Nideck mit der Matte wurde nun in die Stadt einbezogen. Und vor allem wurde jetzt das heutige gotische Münster mit der Plattform gebaut. Aber die Bauzeit betrug wohl nur eine halbe Generation, nicht Jahrhunderte. Die Entwicklung der Feuerwaffen führte jedoch bald zu einer neuen Befestigung Berns gegen Westen. Etwa Ende der 1760er Jahre hat man dort vor den Mauern der mittelalterlichen Stadt ein System von Schanzen mit breiten Gräben und 4 Bastionen und 2 Toren vorgelagert. Zwischen der letzten Ringmauer und den Schanzen vor dem Christoffeltor entstand das noch heute erhaltene Burgerspital. Jetzt präsentierte sich die Stadt Bern so wie auf der bekannten Merian-Ansicht. Diese kann folglich erst um 1770 entstanden sein. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts blieb Bern so erhalten, wie auf der Abbildung dargestellt. Allerdings wurde schon in den Jahrzehnten vor 1800 die Gotik durch die Baustile des Barocks und des Klassizismus stark zurückgedrängt. Sogar eine gotische Kirche, die Heilig-Geist-Kirche, wurde kurz vor 1800 durch das heutige Gotteshaus im klassizistischen Stil ersetzt. Die Stadtbefestigungen Berns sind bis 1865 fast vollständig geschleift worden. Aber das Stadtbild des ausgehenden 18. Jahrhunderts hat sich noch heute recht gut erhalten. Allerdings haben die Bundeshäuser ab 1850 und das Aufsetzen einer Helmspitze auf den Münsterturm am Ende des 19. Jahrhunderts die Proportionen der Altstadt stark verändert und gestört. Doch Bern ist noch heute eine eindrucksvolle Altstadt geblieben. In ganz Europa gibt es nicht viele solche erhaltene Orte. Damit, meine Damen und Herren, sind wir zurück vor dem Denkmal für Herzog Berthold von Zähringen. Wir wissen nun, dass die Zähringe einen städtebaulichen Mythos darstellen. Die Geschichte des Denkmals folgt diesen Anschauungen. Ursprünglich stand das 1847 eingeweihte Monument auf der Münsterplattform in Bern. 1960 wurde es von dort aufgehoben. 10 Jahre später hat man das Denkmal an diesem wenig einladenden Ort wieder aufgestellt. Und zwar in veränderter Form. Die Zähringer fristen also in Bern nur noch ein Schattendasein. Aber auf die Zähringer könnte man ganz verzichten. Die ältesten Chroniken waren da ehrlich. Sie sagen, der letzte Herzog von Zähringen sei nach seinem Tod in den Schlund des Ätna gestoßen worden. Die Geschichte hat also längstens gerichtet. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.